So, ja, so. Herzlich willkommen zurück zur vierten Folge. Vierte Folge. Oh, die Kamera schon wieder. Immer so tief. Die Kamera so scheiße tief. Schlagtisch. Knows? Ja, let's go. So, ist mal ja. So. Genau. Wir waren gerade dabei, den Keller hier auszuheben. Dann machen wir auch direkt mal weiter. So, die Eckpfeiler, die können da bleiben. Die sieht man später wieder nicht. Ne? Ist ja allseits bekannte Technik hier. Sieht das auch nicht gut aus. Sehr gut. Die Wände hier, die bauen wir wirklich nur ab, um die gleich danach wieder aufzubauen als Cobblestone. Meine, wir könnten auch gucken, ob wir den Boden hier tatsächlich aus Cleanstone lassen, aber ehrlich gesagt würde ich hier die unteren Etagen wirklich komplett aus Cobblestone machen. Einfach weil das so eine Art Verlies gedingst ähnliches Objekt aussieht, tunerweise. Ja. Genau. So, und die nächste Spitzhacke. Oh, alle Spitzhacken sind weg. Ach du Kacke. We need more Spitzhacks. Wheat. Klingt gut. Eins. Machen wir hier weg. Mal hier dahin. Nice. So, die Erde kann hier auch weg. Oder muss sogar weg. Passt das hier? Eins, zwei. Doch, klar, genau. Passt. Ja, okay, alles gut, alles gut. Die Kohle brauchen wir da oben nicht, aber dafür brauchen wir ja Cobblestone da oben. So. So, genau. Ja, genau. Alles korrekt. So. La, la, la. Dum, dum, dum. So, liebe Schüler, heute lernen wir die Zahlen von 1 bis 3. Singt mir nach. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Bumm. Okay, Feierabend. Genau, die muss auch noch weg. Ich mal schauen, wie tiefer graben müssen, damit wir mal irgendwie auf Eisen kommen. Oder vielleicht finden wir hier sogar eine kleine Höhle hier im Berg. Das wäre natürlich auch Schnieke. Vor allem, wenn es in der Höhle dann Eisen gibt. Da wäre noch mehr Schnieke. Achso, nicht, der hätte bleiben können. Aber ich glaube, das ist sogar schon fast ein bisschen zu viel erwartet von meinem Glück. So weit wird es nie kommen. Da, so, und dann hier. Perfekto Matto. Nice. Easy. Können wir hier so schön Kisten aufstellen. Müssen wir mal gucken, wo die Leiter nicht so schön zentriert ist, aber ist ehrlich gesagt scheißegal. Da können wir hier eine schöne Kiste aufstellen. Dann können wir hier in der Mitte. Achso, hier ist auch schlecht mit Kiste in der Mitte aufstellen. Geht auch nicht. Ach, Kacke. Warte mal ganz kurz. Wenn wir jetzt hier eine Kiste aufstellen, also jetzt ungefähr hier so eine Kiste. Dann machen wir hier eine Kiste. Machen wir hier eine Kiste. Passt das dann? Ne, haben wir hier drei frei. Ach, scheiße, Mann, dann. Dann können wir hier höchstens so machen. Dann haben wir nämlich hier wieder und hier wieder. Ich meine, nee. Ich meine, wir können natürlich auch andersrum machen. Wir können natürlich auch sagen, okay, wir machen hier eine Doppelkiste hin. Machen wir hier eine Doppelkiste hin und hier eine Doppelkiste. Und dann können wir hier einen Ofen hinpacken oder sowas. Ob das dann so geil aussieht, müsste man dann gucken. Ja, wenn man halt runterkommt, ist halt die Treppe nicht zentriert, ne?
Ach. Ach, das Schwanzgesteuern. Wir bräuchten halt eine ungerade Anzahl in die Richtung und eine gerade Anzahl in die Richtung. Und wir haben es genau andersrum. Wir haben hier 5 und hier haben wir 10. Das ist natürlich von aufstelltechnischer Sicht nicht so geil. Wir könnten aber natürlich sagen, dass wir das ein bisschen anders machen. Ja, kommen die ganzen Fackeln, die baue ich mal ein bisschen weiter in die Mitte des Raumes. Mache ich mal hier so hin. Haben wir gleichzeitig noch zwei Fackeln für die unteren Etagen, also für die nächste Etage. So. Dann können wir nämlich sagen, wir machen hier so Doppelkiste, hier eine so Doppelkiste, da eine Doppelkiste, da eine Doppelkiste und dann haben wir hier, siehst du, das passt dann relativ gut zum Beispiel. Dann haben wir drei, also sechs Doppelkisten und dann haben wir hier zum Beispiel Platz, dann können wir hier noch eine Doppelkiste hinklatschen und hier können wir dann so einen Ofen hin oder sowas hinmachen. Ne? Haben wir den Ofen auch gleich hier vom Eingang aus zugänglich? Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Doch, das passt so schon von Optik her wesentlich besser. Finde ich sehr geil. Oder wir machen hier zwei Ofen in die Mitte und lassen die einfach frei. Ah, die Möglichkeit haben wir auch noch. Dann machen wir da mal zwei Öfen rein. Da können wir uns schon ein bisschen was einfallen lassen. Das hier wird quasi unser Demo-Raum. Können wir schon mal gucken, wie wir es am dümmsten machen. Doch, 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 das ist gar nicht mehr so schlecht. Ja, dann machen wir es genauso. Dann lassen wir genauso die Einteilung. Da können wir hier noch so eine Werkbank hinbauen zum Beispiel. Die können wir auch direkt mal machen. Weg, weg. Ach Quatsch. Jetzt war ich gerade voll bei Minecraft. Hier gibt es ja keine Werkbank. Was gibt's denn alles? Also wir könnten eine Säge bauen, wir könnten. Ja, eben viel mehr als eine Säge gibt es ja eigentlich gar nicht. Nee, lass das mal hier frei. Können wir dann später gucken, was wir da am dümmsten machen. Ja. Und jetzt noch Holzkisten bauen wir dann, wenn wir genug Eisen haben, weil das müssen natürlich abgeschlossene Kisten sein. Ganz klar. Ansonsten wird es ein bisschen hässlich. So, jetzt müssen wir hier 1, 2. 3. Upsili. So dunkel auf einmal. 1, 2, 3. Nehmen wir noch eins runter. Niemals nach unten bauen, Leute. Niemals nach unten bauen. Ist immer eine ganz schlechte Idee. So. Cobblestone for life. 1, 2, 3. 4, dann kommen hier Fackeln dran. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich brauche mir hier zwei in die Mitte rein. So, kommt hier mal eine Fackel hin. Das muss ich mal überlegen. Hier kommt 4. 1, 2, 3, 4. Da kommt eine Fackel hin. Ungefähr so. Und in die Richtung müssen wir 5. Eins. Oh Gott. Oh Gott. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Passt perfekt. Das heißt. Oh, scheiß Knochen, weg damit dir. Du kommst nach da. Sehr schön. Easy. Können wir auch nochmal zwei reinbauen? Beziehungsweise eigentlich können wir auch gleich noch die Wand mit wegnehmen. Du musst ja sowieso weg, früher oder später. Das heißt, hier kommt überall noch eins weiter. Ach, und hier kommt sogar wieder Gestein. Sehr schön. So, und jetzt in dem Rahmen können wir das Ganze sogar abbauen. Sehr nice. Dann können wir nämlich auch einfach mal die ersten Steine wieder oben in den Ofen reinzupacken. Warum ist hier eigentlich. Ach so, siehst du? Wäre es günstiger, erstmal hier die Ebenen abzubauen.
Okay, hoch, runter, da, danke. So. Nein. Ach, ist das so schön beruhigend, ja. Ich freue mich schon, wenn wir das erste Eisen finden. Dass wir das Ganze ein bisschen beschleunigen hier, den Abbau. Aber ich glaube mal, wir wählen hier noch diese Etage aus und dann haben wir erstmal genug Gestein. Genug Stein? Stein, nicht Gestein. Genug Gestein klingt irgendwie behindert. So, genau. Nein. Tja, vielleicht haben wir Glück und bei dem Sand da haben wir ein bisschen Rohstoffe wieder. Das wäre natürlich zu schön, um wahr zu sein. Warte mal, also, so, weg und weg. Genau, ein bisschen noch weiter. So. Die Fackeln sind echt doch wesentlich heller als ich dachte. Erleuchtende Räume doch relativ gut. Oh. Ich fühle mich direkt erleuchtet. Herr Illuminati! Hängt den Ketzer! So. Nein. Asch, Asch. Ja, ich muss natürlich wieder direkt hängen bleiben hier. So, rüber jetzt, danke. Tja. Mit dem ganzen Sand hier haben wir schon mal, also mit der Erde. Haben wir zumindest gleich mal ein bisschen Erde. Vielleicht können wir oben die Berge ein bisschen ausbessern, damit wir ein bisschen. Ne, noch ein bisschen besseres Gefälle machen können. Wobei, das sieht so eigentlich schon relativ gut aus. Mit dem Berg, so wie er ist. Die Kamera, ich habe das Gefühl, die rutscht immer wieder runter. Kann das sein? Vorhin, aber wir zumindest schon mal auf dem Niveau, dass man mein Bart gesehen hat. Jetzt sieht man mein Bart nicht mehr. Das ist deprimierend. Muss ich die ganze Zeit so spielen. Konnichiwa! Ich bin's! Der Auserwählte! Nein! So. Noch eins rein. Genau. Genau. Oha, jetzt wird es langsam dunkel. Hier in der Ecke. Oh. Ich glaube, wir machen mal noch ein paar Fackeln. Genau, eins noch weiter rein. Und dann nicht mehr. So, machen wir hier ein bisschen Licht hier. Die ganze schöne Erde. Oh mein Gott. So. Und die Schippe sind auch schon damit fast kaputt. Einen Sandblock können wir noch abbauen und dann ist es Feierabend mit der Schippe. Tschüss. Oh. Jetzt ist sie kaputt. Sehr geil. Ja, und wie man sieht, keinerlei Rohstoffe whatsoever. Keine Kohle, kein Eisen, nichts, gar nichts. Dort ist die Zent deprimierend. Möchte ich mal erwähnt haben. Ne?
Wir können eigentlich immer. Ich wollte hier noch Kohle in den Ofen. Steine in den Ofen schmeißen. Ah, so schön hell hier draußen, Alter. Hui. Da. Dich packen wir da mal rein und dann ein paar Blätter noch rein und dann brauchen wir noch mehr Blätter, auf jeden Fall. So, sollte reichen. Oh mein Gott, eine Kuh. Wo ist mein Messer? Mein Schwert. Da. Oh, guck mal. Mit dem Schwert brauche ich meinen einzigen Hieb. Sehr cool. Wir können es übrigens glücklich schätzen, dass wir noch kein Monster begegnet sind. Muss ich ja mal so erwähnt haben. Wobei, ich glaube mal, von Glück brauchen wir hier nicht reden. Bei unserer bisherigen Mineralausbeute. Ich fühle mich von dem Map-Gen hintergangen. Ah. Als ich sie kennengelernt habe, meinteste damals 1985, da konnte ich mich vor Kohle kaum retten. Und jetzt hier? Ist ja wie so Nahrungsration hier. Ein Stück Kohle für jeden Spieler. Wenn noch zu wenig ist, muss anschaffen gehen. Oh mein Gott, Kohle! Bitte noch mehr. Ja, Kohle. 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 Gib sie mir. Gib's mir. Gib's mir schwarz. Bin ich richtig? Bö. Nein. Der da ist weg. Die anderen aber nicht. Gerade mal ein Stück Kohle war das jetzt gerade, ne? Oder zwei Stück oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht viel. Ja, so nicht. Ich finde das sehr enttäuschend. Oh mein Gott. Brapp. Brapp. Ich glaube, mal eine brauchen wir noch mindestens. Da sollte man mit dem Rum hier auch fertig sein. Ah, ich glaube, wir sind hier in der richtigen Flucht. Das sieht schon mal gut aus. Wie man den Ofen halt sogar von hier unten hört. Ach, geil. Mit den komischen Wassergeräuschen vor allen Dingen. So. Mit den ganzen schönen Gestein können wir dann die ganzen Kriegs machen. Dann können wir die erste Kelleretage auch vollenden. Und dann ist alles wunderschön. Ich glaube, wir fangen auch langsam mal an, ein paar Felder zu bauen. Damit wir mal ein bisschen abwechslungsreiche Nahrung bekommen. Wir haben jetzt gerade noch 14 Sättigung und eigentlich außer Zwiebeln nix im Haus. Das ist nicht so geil. Und die nächste Schippe ist, Axt ist kaputt. Achso, ich bin auch behindert. Die unterste Reihe hätte ich eigentlich auch hier immer lassen können. Die unterste Reihe. Egal. Weißt du was? Ich könnte die sogar auch noch mit abbauen. Dann haben wir ein bisschen mehr Stein. Das ist eigentlich voll intelligent. Sieht man später eh nicht. Von irgendwo. Das heißt, es ist die perfekte Position, um Sachen zu klauen. Ronny, du bist so intelligent. Oh. Wie schaffst du das nur, so intelligent zu sein? Ganz einfach, in der Schule aufpassen.
So, machen wir die Spitzhacke nämlich auch noch schön kaputt und dann haben wir's. Da ist so dunkel, ich sehe da nichts mehr. Scheiße. Okay, da ist nichts. Da ist wieder was. Wenn man nichts sieht, dann arbeitet man einfach audiovisuell. Perfekt. So, jetzt haben wir hier perfekten Quader. Spitzhacke ist auch fast tot. Und jetzt können wir hier so. Und die ganzen Hohlräume da oben sieht man ja später nicht mehr. Ich bin so gerissen, nicht geritzt. Da hat man gerade Bäume geblitzt. Blitzen durch Blitzen gesehen. Hat man so. Schon wieder. Oh mein Gott. Fuck you. I hate you. So. Da. Und jetzt noch der Boden. Und dann ist die Etage perfekt, komplett, finito, aus Ende. Ja, das war natürlich intelligent. So. So dunkel auf einmal in Berlin. So, dann können wir hier auch schon wieder mit Sand platzieren, wo später hier was hin soll. Einmal da, einmal da, einmal da. Achso, ist die hier. Da kommen jetzt die Öfen rein. Einmal da, einmal da und einmal da und hier einmal. Perfekt. Easy. Dann haben wir unsere beiden ersten Lagerräume fertig. Hier kommt dann später, wie gesagt, nicht wirklich viel rein. Hier ist dann quasi einfach nur so Empfangsbereich, auch wenn das schon Keller ist. So, wir können ja hier später dann unsere Werkstatt reinmachen. Also so diese eine Säge und keine Ahnung, was noch so alles gibt's hier. So. Das sieht doch gut aus. Eine Kuh. Warum gibt's hier nur Kühe? Keine Schaf, obwohl doch, wir hatten ja letztens auch schon mal Schaf gesehen gehabt. Können wir uns nämlich gleich mal ein bisschen. Mittlerweile haben wir ein bisschen ordentlich Fleisch hier. Können wir das da in den Ofen reinschmeißen? Erstmal dich hier. Und dich. Yay, Pause! Für was auch immer. Ist das schon fertig? So. Danke, danke. Aus jetzt hier. Ist ja schlimm, ist das ja. Genau. So, jetzt machen wir hier aus die ganze Cleanstone, machen wir Slabs. Dann brauchen wir erstmal. Ich mache erstmal nur 40. Weil so viel brauchen wir jetzt auch wieder nicht.
her. Keine Respekte mehr. Haben wir noch eine Schippe irgendwie? Nö, eher so gar nicht. So. So, die 16 dürften auf jeden Fall nicht reichen. Nein. So, die Erde muss auch weg. Hier kommt denn. Warum ist da? Warum ist hier schon die Wand? 1, 2, 3, 4, 5. Hä? Mensch, warum ist das Ding hier 6 breit? Oh, die Wand ist 1 zu weit nach da gerutscht. Ja, wir haben hier gar keine Lücke. Ups, was ist denn hier passiert? Ja, wow, das war ja, das ist ja, nice. Ach Gott. Ach, Emination. So müssen wir hier erstmal wieder die ganze Erde ausbessern. So dass man von außen nicht sieht, dass hier alles scheiße ist. Das heißt, wir machen mal hier einmal Erde hin und dann passt es schon. So, dann können die Dinger hier auch weg. Das hier kann, glaube ich, nicht weg, weil hier sieht man es, genau, hier sieht man es durch. Das heißt, der da muss bleiben. Aber die beiden hier können weg. Und dann können die nämlich hier so hin. So, und weg. Brrr. Was ist denn hier los? Na, 4 dürfte nicht reichen. Ich brauche noch. Ah, genau 4 Stück. Passt ja. Nice. Easy. So, dann müssen wir hier gucken, wie wir das auffüllen. Ungefähr. So zum Beispiel. Hä? Danke. Ja, so sieht's gut aus. Perfekt. Easy. Ich sag, wir hier so einen kleinen schnuckligen Raum. Können wir hier so ein paar Werkzeugbänke oder sowas hinstellen. So ein bisschen Kackgedöns, so eine Säge. Säge gibt es auf jeden Fall. Brauchen wir aber auch erstmal Eisen für. Ja. Haben wir hier so einen kleinen Eingangsbereich. Oh, scheiße, nein, ich will nur einer. Nein, wir brauchen jetzt noch ein. Oh Mann. Ich will nicht mehr leben. Du willst auch nicht mehr leben, ne? Weg. Dankeschön. Wisch mal. Brauchen wir echt noch ein so ein Ding? Egal. Haben wir halt 3 über. Kann nicht schaden. Dankeschön. So. Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Unser kleiner Empfangsbereich hier. Wir brauchen, by the way, noch eine Tür. Machen wir eine aus Holz oder machen wir eine aus Glas? Glas würde hier perfekt aussehen. Nein, würde es nicht. Weg. Dahin und wir brauchen dich und den Tisch und den Danke. So. Voila. Schon haben wir eine wunderschöne Tür.
Ist das nicht perfekto? Perfekto. Ist das nicht perfekto? Perfekto. Okay, feiern bitte. Genau. Ja. Was mir gerade einfällt, dadurch, dass er hier sowieso noch frei ist, ne? Weil hier kommt ja die Wand außen hin. Das heißt, wir haben hier noch Benutzbereich. Da können wir doch die Treppe auch eigentlich in die Richtung verlegen, oder? Wäre das nicht so voll intelligent oder so? Denn ragt hier nicht so in den Wohnbereich rein, wisst ihr? Ich glaube, das probieren wir mal in nächste Folge. Direkt. Ja. Von daher würde ich dann mal sagen, bis dann. Erstmal so.